Magnificenz, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, falls das Mikrofon nicht richtig eingerichtet ist, protestieren Sie bitte, aber ich hoffe, ich bin zu hören. Die einleitende Rede, die ich eben gehört habe, in der auch mein Lebenslauf erwähnt wurde, hat mich mit Schrecken daran erinnert, dass ich in einer unvorsichtigen Stunde einen Vertrag unterzeichnet habe, auch eine Autobiografie zu schreiben, an die ich herangehen muss. Aber das werde ich noch etwas vor mir herschieben. Aber um zum Thema des heutigen Abends zu kommen, als ich jung war, als ich Kind war, sah die Landkarte der Welt noch ganz anders aus. Die Welt war praktisch von Europa noch beherrscht. Das britische Imperium bildete überall eine riesige Fläche, in rosa Farben inzwischen. Es gab das Empire Colonial Français, es gab die riesige Sowjetunion. Die Vereinigten Staaten fingen an, aber immerhin die Existenz im Pazifischen Atlantik. Und während des Krieges, der Scherz umging, es wurde auch im Dritten Reich gelegentlich mal gescherzt, dass ein Bäuerlein vor einem Atlanten stand, auf die Verteilung der Welt und die verschiedenen Kriegsgegner Deutschlands damals blickte und fragte, wo ist denn das Großdeutsche Reich? Und man zeigte ihnen einen Flecken, der damals knallrot auch unterstrichen war, aber doch sehr klein war. Und er fragte, weiß der Führer das eigentlich? Aber wie gesagt, binnen kurzer Frist hat sich diese Landkarte völlig verändert. Man hat sich reduziert. Und wir leben heute, die weiße Menschheit, in einer Atmosphäre, sagen wir, der Abdankung und des allmählichen Verzichts. Das ist, sagen wir, nicht auf den Terrorismus zurückzuführen, der weit übertrieben wird. Mit Terrorismus kann man leben und die terroristischen Anschläge, die stattgefunden haben, sind ja in der Zahl auch gar nicht so gewaltig. Das Attentat auf das World Trade Center von 9/11 einen solchen historischen Einschnitt signalisieren würde, hätte ja normalerweise niemand angenommen. Es war auch ein Stück Hysterie damit verbunden. Und wenn jetzt endlich wieder einmal ein Attentat versucht wurde an Bord eines amerikanischen Flugzeuges, das in Richtung USA flog und das auch noch daneben gegangen ist, dann sieht man eben, wie begrenzt auch die Möglichkeiten der Terroristen sind und dass das World Trade Center ein Ausnahmefall gewesen ist. Wie man auch fälschlicherweise sämtliche Attentate, ob sie in London, in Madrid oder in Bali stattfinden, immer wieder auf das Wort Al-Qaida zurückführen. Diese zentrale Lenkung kann es gar nicht geben. Und Osama bin Laden, der als die Figur des allgemeinen Terrors dargestellt wird, der Leiter der allgemeinen Terrors, sitzt in einer Höhle, wahrscheinlich im nordpakistanischen Gebiet, und kommuniziert mit der Außenwelt nicht mal durch ein Mobiltelefon, sondern er würde sofort geortet durch die amerikanischen Dienste, sondern er muss sich wahrscheinlich eines Maultiers bedienen, um seine Tonbänder oder Filmbänder nach außen zu transportieren. Was die Welt verändert, unweigerlich, und das ist, sagen wir, die große Welle, die auf uns zukommt, man macht als Bedrohung oder als Bereicherung betrachten, die Diskussion ist offen, ich überlasse das jedem, ist die Demografie. Als ich zur Schule ging, beziehungsweise als ich zum ersten Mal den Irak besuchte, das war ich schon längst nicht mehr in der Schule, 1951, da zählte das Land noch 5 Millionen Einwohner, heute zählt es mehr als 25 Millionen. Als erste Mal nach Algerien ging 1953, lebten dort 8 Millionen muslimische Araber und Berber. Und heute sind es über 30. Und diese Zahlen bewegen sich in der ganzen Welt um Europa herum ähnlich, während die Bevölkerung Europas praktisch stagniert hat. Wenn die Vereinigten Staaten immerhin von
also in einer Jugendzeit von 150, 140, 50 Millionen auf 300 Millionen angestiegen sind, so nicht aufgrund einer besonders starken Natalität, obwohl sie stärker ist als bei uns, sondern aufgrund einer Immigration, vor allem aus Lateinamerika, die nicht mehr als rein europäisch betrachtet wird, sondern es ist eine, vor allem eine Mestizenbevölkerung von Latinos, wie man sie nennt, oder Hispanics, aber Mischlinge von Indios und Spaniern sind, was den Charakter der USA übrigens zutiefst verändern wird. Und meinen jungen Jahren redete man noch von Russland mit der Furcht einer russischen Dampfwalze gewissermaßen, die uns auf uns zubewegen könnte. Und heute muss man feststellen, dass Russland, auch nachdem es seine Außenposition, seine früheren Sowjetrepubliken und manches Kerngebiet sogar in Europa verloren hat, zwischen Smolensk und Wladiwostok nur von 140 Millionen Menschen bewohnt ist. Also so viel wie Frankreich und Deutschland zusammen. Und darunter befinden sich etwa 20 bis 25 Millionen Muslime, meist Turkvölker, deren Loyalität gegenüber dem Staat fragwürdig ist. Und das Eigenartige eben ist, dass, das habe ich auf der Insel Osttimor festgestellt, als ich dort an Land ging, dass die Periode der europäischen Weltherrschaft im Grunde genau 500 Jahre gedauert hat. Vor 500 Jahren sind die Portugiesen in Osttimor gelandet, nicht nur dort. Aber mit der Entdeckung der Welt durch die Portugiesen, besungen durch den Dichter Camões in seinen Lusiaden, hat eine Expansion ohnegleichen begonnen, die auch zu einer, wie soll ich sagen, zu einem gewaltigen Bevölkerungsschub geführt hat, die Amerika, Nordamerika eben zu einem weißen Kontinent gemacht hat, die Australien und Neuseeland zu weißen Kontinenten gemacht haben und die ganz Sibirien einem europäischen Staatsgebilde eingeordnet hat. Die Herrschaft Großbritanniens, nachdem Frankreich doch an den Rand gedrängt worden war, weil Frankreich ja immer Landkriege und Seekriege zugleich führen musste, während Großbritannien sich auf das Meer, die See, die Expansion, die überseeische Expansion konzentrieren konnte, wie man für die Franzosen am tragischsten in Nordamerika feststellen konnte. Nun, was der Großbritannien betrifft, so konnte man zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts oder beinahe noch bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts den Spruch der britischen Flotte wiederholen. Da steckte man die Hand ins Wasser, Boris, und sagte, "Tastes salty, must be British." Schmeckt salzig, muss britisch sein. Und davon sind wir natürlich weit abgekommen. Und Großbritannien hat es verstanden, seinen endgültigen Abtritt von der Weltbühne in Hongkong noch einmal in einer Form zu zelebrieren, mit einer Glorie trotz allem im Abgang, den man sich bei uns gelegentlich bei nationalen großen Feierlichkeiten auch wünschen würde. Aber woran ist, sagen wir, diese europäische, diese Herrschaft des weißen Mannes gescheitert? Nun, es ist eben auf Kulturen, auf Zivilisationen gestoßen, die auch vor dieser europäischen Expansion bestanden haben und die wieder an Kraft gewonnen haben. Es ist ein eigenartiges Phänomen, dass jeder europäische Staat sich praktisch eine Zeit lang als Weltmacht oder als Großmacht gebärdet hat. Denken wir nur an Schweden, nicht wahr? Dabei war Russland zu erobern und in der Schlacht von Poltava erst endgültig unter Karl XII. Besiegt wurde. Oder denken Sie sogar an Litauen, das als Großherzogtum zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer weiteste Gebiete beherrschte. Oder denken wir sogar an die Schweizer Söldnerheere, vor denen die Monarchen Europas zitterten und die den Ausschlag gegeben haben für den Sieg Frankreichs über das Herzogtum Burgund unter Ludwig XI. Und Karl dem Kühnen. Das hat natürlich auch ein Selbstbewusstsein hinterlassen bei den jeweiligen europäischen Völkern, die die heutige Einigung des Kontinents ungeheuer erschweren. Denn auf die Portugiesen sind die Spanier gefolgt und die Rivalität zwischen den beiden iberischen Staaten war so flagrant, dass der damalige Borgia-Papst Alexander VI.,
die Welt aufteilte in zwei Hälften zwischen Portugal und Spanien. Nun, Spanien hat die Oberhand behalten, aber dann hieß es immer noch im Hause Habsburg, der Spruch, alles Erdreich ist Österreich, untertan, oder auf Lateinisch, Austria est imperare orbi universo. Die Kolonisation ist im Rückblick und vor allem in unseren Tagen oft heruntergeredet worden und verächtlich gemacht worden. Ich habe die letzten Kolonialreiche noch erlebt, auch das britische Empire, auch das französische Kolonialreich, und muss ehrlich sagen, dass dort trotz allem eine gewaltige zivilisatorische Leistung vollbracht worden ist, bei aller Härte, die damit verbunden ist, bei aller Ausbeutung. Auch das Römische Reich, dem wir ja sehr vieles verdanken, ist ja nicht mild mit den unterworfenen Völkern umgegangen, und trotzdem sind wir froh, dass die römische Kultur, die römische Rechtsprechung vor allem auf uns übergegangen ist. Sodass die Europäer noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus in dem Gefühl lebten, eine humanitäre Mission, eine religiöse Mission, auch durch die Ausbreitung des Christentums natürlich, die vor allem natürlich bei den Spaniern, auch Portugiesen, eine große Rolle gespielt hat, aber eine Mission zu erfüllen, die Rudyard Kipling, der Barde des britischen Imperialismus, die Bürde des weißen Mannes genannt hat. Wobei man dann schon auf die Definition des weißen Mannes zurückgreifen muss. Wer ist der weiße Mann? Da kommen wir natürlich. Das Wort weißer Mann ist ja heute verpönt. Und es berührt einen selten. In Amerika bei der Einwanderung bezeichnete man früher einen Europäer als Caucasian, Kaukasier. Und in Europa herrschte sehr lange Zeit der Begriff der Indo-Europäer, oder in Deutschland sprach man von Indogermanen, das heißt einer sprachlichen Gemeinschaft, die von Indien bis zum Atlantik reichte. Und es ja tatsächlich gibt, wenn wir linguistisch die Wurzeln dieser Sprachen erforschen. Aber wenn man nach Afghanistan kommt, berührt es einen besonders erheiternd, wenn man vom Dorfältesten in jedem Dorf als Deutscher begrüßt wird mit den Worten, unsere Völker stehen sich ja einander so nah, wir sind ja beide Arier. Und das Wort Arier kommt eben aus dem Begriff Iran. Es geht auch zurück auf die zarathustrische Lehre. Und im Iran hat man so sehr dem Bewusstsein dieses Ariertums bewahrt, dass der Schah von Persien, Kaiser von Persien, den Titel trug Arya Mehra, Leuchte der Arya. Aber wie gesagt, eine wirkliche Definition des weißen Mannes ist nicht festzustellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass viele Araber, vor allem die Palästinenser, die Juden, die ja ausgegrenzt wurden aus der arischen Welt, als eine Vorhut natürlich des weißen Imperialismus betrachten. Es ist andererseits auch zum Beispiel in Indien heute noch üblich, bei den gehobenen Kasten, bei der Geburt eines Kindes zu fragen, is he fair, ist er hellhäutig? Also es spielt immer noch dieses Hellhäutigkeit einen gewissen Begriff der Wertigkeit, der sogar in China existiert, wo die chinesischen Schönen, und es gibt eine ganze Menge davon, niemals bei Tage im Meer baden gehen, sondern die Dämmerung abwarten, damit ihre elfenbeinfarbene Haut nicht dunkel getönt wird. Aber gehen wir über zur Realität und gehen wir rüber zu der heutigen Situation, die uns bedrängt. Wir sind eine Minderheit geworden und wir haben Kräfte geweckt, denen der weiße Mann, wenn man so sagen will, nicht mehr gewachsen ist. Vor allem, es hat diese Selbstverfleischung der beiden Weltkriege gegeben und der Kalte Krieg, der sich daraufhin angeschlossen hat zwischen Russen und Amerikanern, hat ja im Grunde diese Schwächung der Position des weißen Mannes fortgesetzt. Es ist doch unter George W. Bush hat Amerika eine mit der NATO und gestützt auch auf die Europäische Union eine Politik der Expansion nach Osten betrieben auf Kosten
der früheren russischen Besitzung. Wenn man Kiew denkt, Mutter der russischen Städte, ist heute die Hauptstadt der unabhängigen Ukraine, von den baltischen Staaten aus, die der NATO integriert sind und der Europäischen Union, kann man mit den AWACS-Flugzeugen ohne weiteres das russische Territorium bis weit über St. Petersburg hinaus erblicken. Und vor allem entstand dann ein Great Game, wie man im 19. Jahrhundert gesagt hatte, als Großbritannien und Russland sich noch um den Einfluss in Zentralasien stritten und Russland den Zugang zu Indien über Afghanistan suchte. Diese Rivalität hat sich fortgesetzt in einer Rivalität zwischen Amerika und Russland, der Sowjetunion und Russland nachher, nach der Auflösung der Sowjetunion, in dem Amerika versucht hat, sich die Energiereichtümer Zentralasiens, Erdöl und Erdgas, anzueignen, und der Krieg um die Pipelines. Denken wir an Georgien, denken wir auch an Afghanistan. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber auch Afghanistan hat einen Ursprung, der nach Erdöl riecht. Diese Auseinandersetzung hat natürlich zu einer Schwächung geführt, die anderen Mächten, die anderen Kräften zugute gekommen ist. Wir haben heute die Situation, dass Amerika, das in die Fußstapfen der europäischen Weltherrschaft getreten ist, diese Weltherrschaft etwa 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ausgeübt hat und den Höhepunkt erreicht hatte im Jahre 1991 ungefähr. Damals war die Sowjetunion auseinandergebrochen. Die arabische Welt hatte sich teilweise im Krieg gegen Saddam Hussein um Amerika geschart. Selbst syrische Truppen standen innerhalb der UNO-Koalition, die Saddam Hussein zu Fall bringen wollte, unter George Bush, dem ersten, dem Vater George Bush, der den Krieg dann rechtzeitig beendete, nach 100 Stunden Bodenkrieg. Und China war geschwächt noch durch die Folgen der Kulturrevolution und jene Ereignisse von Platz des himmlischen Friedens, über die wir noch sprechen werden, aber die einen ganz entscheidenden Einschnitt bedeutet haben in der chinesischen Geschichte. Und Europa selbst spielte zu dem Zeitpunkt schon keine Rolle mehr. Eine immer kleinere Rolle, seltsamerweise, in dem Maße, wie es sich vergrößerte, wie überhaupt die Schwäche der Imperien in ihrer späten Phase darin besteht, dass sie dem Overstretch der übertriebenen Ausdehnung erliegen. Kommen wir auf die jüngere Vergangenheit zurück, als Europa noch das führende Leitbild für die außereuropäischen Nationen waren. Als Atatürk die moderne Türkei, die aus den Trümmern des Osmanischen Reichs hervorgegangen ist, noch ganz auf Europa ausrichtete und sagte, es gibt nur eine Zivilisation, das ist die europäische Zivilisation. Das Wort Zivilisation hatte dort im französischen Sinne im Grunde das, was wir Kultur nennen, wahrgenommen. Ist heute nicht mehr vorstellbar. Wir erleben stattdessen in der Türkei eine gewisse Rückwendung, einerseits zu den Traditionen des Osmanischen Reiches, das wieder hohes Ansehen genießt, und andererseits eben auch eine Re-Islamisierung, die unbestreitbar ist und die wir ja auch hier zu spüren bekommen. Und ich will gar kein Urteil darüber abgeben. Erstaunlich ist immerhin gewesen, dass der erste Einbruch Europas in die islamische Welt, der wirklich geistliche Einbruch der Europas in die islamische Welt, durch Napoleon erfolgte, durch seinen Feldzug in Ägypten. Und dass dort als Folge der französischen Aufklärung, die ja nicht nur mit der französischen, natürlich nicht mit den französischen Truppen, aber mit der Truppe französischer Gelehrter, die Napoleon begleiten und die Ägyptologie begründeten, die dort in Ägypten den ersten modernen arabischen Staat geschaffen haben, unter Mehmed Ali, der gedauert hat immerhin bis unsere Jahre, bis zu Gamal Abdel Nasser, bis eben die ägyptischen Offiziere geputscht haben. Und der Glaube, dass aus Europa die Erneuerung kommen würde, wurde in der arabischen Welt, in der islamischen Welt noch weiter gepflegt.
der erste Präsident der algerischen Exilregierung, Nationalregierung, hat noch in seinen jungen Jahren geschrieben, ich habe die algerische Nation in der Geschichte gesucht, habe sie nicht gefunden. Und hatte praktisch die Assimilation an Frankreich akzeptiert gehabt. Aber auch Gamal Abdel Nasser, der ägyptische Präsident, der wirklich ein Prestige über Ägypten hinaus vom Persischen Golf bis nach Marokko genoss, der als einziger die Sympathie und die Bewunderung der gesamten arabischen Nation, der arabischen Umma, für sich gewonnen hatte. Ein Begriff, der übrigens in keiner Weise islamisch ist, denn der Islam kennt nur eine Umma, das ist die Umma al-Islamiyya, das ist die islamische Gemeinschaft. Und jede Nation, die dort entstehen würde, jede Umma, die sich davon unterscheiden würde, wäre schon ein Verstoß gegen die wahre Lehre. Aber Gamal Abdel Nasser war eben ein Repräsentant dieses arabischen Nationalismus und hatte in seiner Lehre, er war die Gegenfigur zu Europa. Er hat Ägypten emanzipiert von der Bevormundung durch Großbritannien. Er hat den Suezkanal verstaatlicht. Er hat die beiden europäischen bisherigen großen Kolonialmächte, Großbritannien und Frankreich, gedemütigt 1956 als bei dem Unternehmen von Suez, wo unsinnigerweise Franzosen, Briten im Verbund mit Israel versucht haben, Nasser und den ägyptischen Staat aus den Fugen zu heben. Und das nicht gelungen ist, weil in dem Moment auf einmal schon andere große Mitspieler da waren, die eine unberechenbare und chaotische Entwicklung im Nahen Osten verhindern wollten. Das waren die USA und die Sowjetunion. Und zwischen Khrushchev und Eisenhower wurde damals vereinbart, dass diesem unsinnigen Unternehmen von Suez ein schnelles Ende gesetzt wurde. Und Gamal Abdel Nasser stand eben damals, obwohl seine Truppen kaum Widerstand geleistet hat, stand als der große Held da. Die Wende ist eingetreten in der arabischen Welt im Jahre 1967. Als die vereinigten Kräfte der arabischen Nationen, und sie waren praktisch alle daran beteiligt, die Syrer und die Ägypter, die Jordanier und die Iraker, in einem sechstägigen Krieg durch den winzigen Staat Israel total besiegt wurden. Und diese Schmach hat sich zutiefst eingegraben in die arabische Mentalität. Nasser war immerhin der Repräsentant, obwohl er Europa bekämpfte, europäischer Aufklärungsideen. Er wollte einen modernen Staat schaffen, eine Industrialisierung Ägyptens schaffen. Er hatte ein sehr lockeres Verhältnis zum Islam. Er hatte die Moslembrüder, die damals im Entstehen waren und die gegen ihn komplottierten, auf grausamste Weise ausgeschaltet. Er hatte eine Modernisierung des Geisteslebens vorgenommen, eine Laizisierung weitgehend auch vorgenommen, nicht in dem Maße wie Atatürk in Ägypten. Aber immerhin war er auch mit seinem Nationsbegriff ein Anhänger europäischer Ideen. Und als dann dieser arabische Nationalismus mit seiner gewaltigen Übermacht gegenüber diesem winzigen Staat Israel so geradezu apokalyptisch scheiterte, kam der Gedanke auf, dass man eben doch in der arabisch-muslimischen Welt wohl den falschen Weg eingeschlagen hat. Und der Ruf kam aus, dass nicht Europa die Lösung bieten für Ägypten könnte, mit seiner Modernität, seinen Vorstellungen, seiner Aufklärung und seinen anders gelegenen Sitten, sondern dass der Islam die Lösung bringen wollte. Der Ruf kam aus, Islam, Hual Hal, der Islam ist die Lösung. Und seitdem hat sich diese Idee weiter verpflanzt. Aber wir sollten, sagen wir, bei diesem Aufbegehren des Islam, von dem wir alle berührt sind, auch nicht, sagen wir, in falsche Vorstellungen einer zwangsläufigen Unterlegenheit geraten. Es gibt 1,3 Millionen Muslime, die durch unzählige Unterschiedlichkeiten, unterschiedliche Interpretationen des Islam, wir kennen vor allem die Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten, aber es gibt die Aleviten der Türkei, die Alawiten in Syrien und es gibt die verschiedenen Tariqats, es gibt jede Form von Sufi-Bewegung. Wir sehen es ja, wie schwer wir unsere eigenen türkischen Mitbürger hier unter eine gemeinsame Organisation bringen.
Und diese islamische Welt ist zutiefst gespalten, aber sie findet in gewissen Momenten doch wieder zusammen. Und das einigende Element ist doch immer wieder, und es wird auch immer wieder zitiert und auch immer wieder gebraucht, benutzt, ist die Existenz des Staates Israel. Darüber soll man sich nicht hinwegtauschen. Das schafft einen ständigen Zustand der Reibung. Und von arabischer Seite wird natürlich gesagt, der Staat Israel existiert jetzt schon beinahe 60 Jahre. Die Kreuzritter sind 200 Jahre im Orient geblieben. Jene Kreuzritter, die übrigens ein Verhältnis zu der arabischen Bevölkerung gefunden hatten, was gar nicht so grauenvoll ist, wie es im Nachhinein geschildert wurde. Und wenn später dann die Khomeini-Revolution in Iran gekommen ist, die ich aus unmittelbarer Nähe miterlebt habe, so war das eine mystische Bewegung, die aber allein das Schiitentum betraf. Es wurde kurz erwähnt, dass ich mit Khomeini im Flugzeug war von Paris nach Teheran. Was die wenigsten wissen, ist, dass Khomeini, nachdem wir ihn hatten filmen dürfen während seines Morgengebets, mir durch seinen Mitarbeiter und Verwandten dabei, der auch heute noch ein Freund ist, eine Mappe überreichen ließ und mir die Anweisung, sie zu verstecken, falls Khomeini, was durchaus möglich war, bei der Ankunft durch Anhänger des Schah gefangen genommen oder getötet würde. Und sie aber sofort zurückzugeben an den Imam, wie man Khomeini nannte, falls die Massen ihm zujubeln würden. Und die standen da wirklich mindestens 2 Millionen da und jubelten ihm in einem unglaublichen Taumel zu. Und ich habe die Mappe zurückgegeben. 8 Monate später wurde mir dann gesagt, dass es die Verfassung der Islamischen Republik Iran war. Ich war also ein paar 2 Stunden der Wächter der Verfassung gewesen. Aber das Bezeichnende, und da sieht man, sagen wir mal, wie doch die intellektuellen und geistigen Unterschiede zwischen Orient und Okzident weiterhin bestehen. Der Artikel 5 ist der entscheidende Artikel in dieser iranischen Verfassung. Und der bezieht sich auf den verborgenen Imam. In der schiitischen Lehre gibt es 12 Imame, Nachkommen des Propheten, also Nachkommen von der Tochter Fatima. Und diese sind alle umgebracht worden und die Schiiten sind 15% der gesamten islamischen Bevölkerung weltweit. Konzentriert allerdings zwischen der Westgrenze Afghanistans und dem Mittelmeer. Dort bilden sie die Mehrheit mit dem Iran, wo sie 90% ausmachen, mit dem Irak, wo sie 65% ausmachen und mit dem Libanon, wo sie ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Das ist also in der Gegend das beherrschende Element geworden. Aber dieser Artikel 5 besagt, dass der letzte Imam, der von seinen Häschern verfolgt als Kind, dann plötzlich in die Okkultation, in die Verborgenheit entrückt wurde, von dort aus die Welt regiert. Und dass auf Erden ein Fakir, ein Rechtsgelehrter, vom Volk anerkannt und mit den Tugenden gesegnet, wie es Khomeini war, dass er gewissermaßen als Statthalter, als Wali des Propheten, des verborgenen Imam, die Welt regieren würde. Bis zu dem Tag, an dem der Imam Mahdi zurückkehren würde, wie ein Messias. Also da ist, sagen wir, die Mystik gewissermaßen in die tägliche Politik eingebaut. Ich will jetzt nicht über die Veränderungen sprechen, die sich im Moment im Iran vollziehen und die tiefgreifend sind. Das aber nicht daran ändern wird, dass der iranische Einfluss und auch der schiitische Einfluss im Nahen Osten und Mittleren Osten völlig neue Bedingungen schaffen werden, die wir, sagen wir, zum Beispiel in der deutschen Politik noch überhaupt nicht wahrgenommen hatten und mit denen die Amerikaner sich extrem schwer tun. Ich will auf einen anderen Aspekt, ich will mich jetzt nicht im Islam verlieren, wir würden den Abend füllen und ich stehe nachher hier auch noch zu Fragen zur Verfügung. Ich will jetzt auf das andere, der Islam, nicht weil der eigentlich, und heute sieht man Ansätze dazu, durch die jeweilige Bedrohung eine gewisse Komplizenschaft, eine gewisse Solidarität zwischen Russen und Amerikanern schaffen müssen.
Nicht, dass die Amerikaner durch den Islam bedrängt sind, das sehen wir ja heute. Nicht, nicht die, der Terrorismus, wie wir sagen, ist die wirkliche Gefahr, dieser, die Unfähigkeit, ein Attentat technisch zu vollziehen, hat sich ja jetzt noch erwiesen. Es ist also, sagen wir, nicht so sehr die geballte Macht des Islam, die uns bedroht, aber es ist die Tatsache, dass Amerika von einem Punkt zum anderen greifen muss, dass nach dem Engagement im Libanon, nach einem gescheiterten Engagement in Somalia, nach dem verheerenden Engagement im Irak, das in keiner Weise beendet ist, jetzt der afghanische Krieg sich aufheizt und gleichzeitig im Jemen, dass die Anarchie droht, die bereits Somalia voll ergriffen hat. Und der letzte Attentäter, auch wenn er nicht zustande gebracht hat, kam aus Nigeria. Das zeigt, dass der Norden Nigerias, der rein muslimisch bevölkert ist und wo man die koranische Gesetzgebung eingeführt hat mit äußerster Strenge, dass dort ebenfalls revolutionäre Kräfte bereitstehen. Und wenn, sagen wir, Mitterrand, wenn Sarkozy, französischer Präsident Sarkozy mit seiner Mittelmeerunion auch ein wenig glaubwürdiges Gebilde anbietet. Wie könnte man Israel in einen Verbund mit den arabischen Staaten hineinbringen, die ja untereinander verfeindet sind? Algerien befindet sich praktisch noch immer um die frühere spanische Sahara im Kriegszustand mit Marokko. Aber dieses Mittelmeer birgt eben für uns eben doch eine ganz unmittelbare Bedrohung bzw. Belastung, auch sagen wir durch die ständige Migration, die von dort aus findet, und sollte uns viel mehr beschäftigen als das ferne zentralasiatische Gebirge, das Hindukusch, wo angeblich Deutschland verteidigt wird. Um das Thema des Islam, wie gesagt, können wir später noch behalten. Der Islam, der Russland natürlich in einem stärkeren Maße bedroht, beinahe noch als Europa. Denn es ist ein seltsamer Wandel passiert, den die wenigsten wahrgenommen haben. Neuerdings befürwortet Russland sowohl durch seinen Botschafter in den Vereinten Nationen als auch durch den Befehlshaber der Militärregion Moskau, den früher Oberbefehlshaber in Afghanistan, den General Gromow, der die letzte sowjetische Fahne über die Brücke, über den Amudarya getragen hat, nach Termez in Usbekistan. Dass die nun heute sagen, die NATO geradezu auffordern, in Afghanistan zu bleiben. Denn wenn Afghanistan zu einem revolutionär-islamischen Staat wird, wie das am Ende ja wahrscheinlich der Fall sein wird, dann dürfte das übergreifen auf jene ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien, die zwar inzwischen den Islam mehr oder weniger als Staatsreligion anerkannt haben, aber ihn unter der strengen Fuchtel der jeweiligen Diktatoren dort halten und kontrollieren. Jede Khutba, jede Predigt muss dort abgesegnet sein von Staatschefs, die ja noch früher hohe Funktionäre der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewesen sind. Aber dass es dort übergreift, dass es heute schon brodelt in Usbekistan, im Ferganatal insbesondere, dass Tadschikistan am Rande eines neuen Bürgerkriegs steht, dass Kirgisistan, wo ich im Herbst noch geweilt habe, die Jugend sich dem Islam zuwendet, ist natürlich eine Bedrohung für Russland, denn innerhalb der russischen Grenzen von 140 und einer Bevölkerung von 140 Millionen Menschen, wie ich eben erwähnte, leben noch starke Minderheiten, reichen hinauf in den Ural mit der autonomen Republik Baschkortostan, wie man Baschkirien heute nennt, mit der Hauptstadt Ufa, oder mit Kasan, mit Tatarstan an der Wolga, also im Herzen Russlands gelegen, wo Ivan der Schreckliche, Ivan der Vierte, der russische Ivan Grosny, den entscheidenden Sieg damals über die Tatarenherrschaft errungen hat. Die Tatarenherrschaft, die Russland 300 Jahre lang in Knechtschaft gehalten hatte, und die Tatarenherrschaft, die ein muslimisches Staatswesen verkaufte. Die Goldene Horde, die in der Gegend des späteren Stalingrad oder Wolgograd gelegen war, berief regelmäßig die russischen Großfürsten als Tributzahler an den Hof und selbst der große Alexander Nevsky. Und seit jener Zeit, seit diesem Jahr dieser Herrschaft der Tataren,
die Russland zutiefst gedrungen hat, auch ethnisch. Es gibt den Satz eines französischen Russlandreisenden aus dem vergangenen Jahrhundert: Gratte le Russe et vous trouvez le Tatar, kratzt den Russen an und ihr trefft den Tataren. Dieses Tatarenjoch wirkt als ein Trauma weiter und die Befürchtung, sagen wir, vor einer neuen Türkisch, die Tataren, Türken waren eng vermischt, gehören im Grunde der gleichen rassischen Gruppe an. Die Furcht, sagen wir, vor einem neuen Anschwellen dieser Bedrohung ist in Russland vorhanden und drückt sich natürlich einer gewissen Feindseligkeit gegenüber denjenigen aus, die man oft als die Schwarzen oder noch mit einem unfreundlicheren Wort als unbeliebte Ausländer betrachtet, aber die eben präsent sind in Russland. Also beide Länder, sowohl die USA, beide Mächte, sowohl die USA als Russland haben eine gesehen, sich herausgefordert, gefährdet durch den Islam in viel stärkerem Maß, als wir die Europäer es bislang tun, und finden allmählich seltsamerweise auch zusammen aufgrund einer neuen strategischen Situation im Afghanistan-Krieg. Bisher ist der Nachschub für Afghanistan durch Pakistan gegangen. Seit Pakistan unruhig wird, seit die Transporte, es sind 10.000 Lastwagen, die dort täglich von pakistanischen Häfen in Richtung auf den Khyber-Pass gerollt sind. Seit diese Strecke unsicher geworden ist und Anschlägen ausgesetzt ist, muss der Nachschub für die alliierten Truppen, für die deutschen Truppen ist das längst der Fall, über die GOS-Staaten und über russisches Territorium erfolgen. So, dass eine gewisse, solche Komplizenschaft und ein Zustand des aufeinander Angewiesenseins entstanden ist. Und was übrigens auch erklärt, dass Russland eben neuerdings darauf Wert legt, dass die NATO dort bleibt, mit dem Verbleib der NATO in Afghanistan ist natürlich auch eine Schwächung der NATO verbunden, was den Russen durchaus zu Pass kommt und nicht zuletzt den Chinesen. Und das ist vielleicht eine Situation, die man in Deutschland noch nicht ganz begriffen hat, indem Deutschland gewissermaßen das Protektorat übernommen hat, über den nordöstlichen Teil Afghanistans und die dort gelegenen Provinzen. Und dort allerdings nur vertreten ist im Grunde mit drei Festungen. Ich würde mal sagen, Scharif mit Kunduz und Faisabad. Aber Faisabad liegt in der Provinz Badakhshan. Und diese Provinz Badakhshan mit ihrem äußersten Zipfel, dem Wachan-Zipfel, berührt bereits die Volksrepublik China. Wir sind gewissermaßen Nachbarn Chinas geworden. Und sind uns auch dessen nicht bewusst, es befindet sich wohlweislich keine deutschen Truppen in diesem unzugänglichen Wachan-Zipfel. Aber man spürt in Afghanistan, in Zentralasien, wo immer man in der Welt hinkommt, plötzlich die Präsenz Chinas. Und wenn man die amerikanischen Zeitungen liest, die ja sehr viel offener über die inneren Zustände und auch die Gefahren für Amerika berichten, als es die deutschen KZ bisher noch waren, stellt man fest, dass Amerika, das sich als eine Zeit lang, als einige Jahre lang im Grunde, als die wirklich führende Weltmacht betrachten konnte, nach dem Zerfall der Sowjetunion, dass den Ehrgeiz hatte und die Hoffnung hatte, eine Pax Americana zu schaffen, sieht sich plötzlich einem Koloss gegenüber, dem es auf die Dauer nach eigenen Ausgaben möglicherweise nicht gewachsen ist. Sie erinnern sich vielleicht noch an den amerikanischen Wissenschaftler Fukuyama, also japanischen Ursprungs, der die These entworfen hatte vom Ende der Geschichte. Er hatte gefunden, dass die amerikanische Form der Demokratie im Grunde den Bedürfnissen der ganzen Menschheit entspräche und gewissermaßen missionarisch auch ausgebreitet werden müsse, notfalls auch mit Mitteln der Gewalt, wie es ja auch George W. Bush mit einer gewissen Naivität, aber durchaus ehrlich, mit einer gebotenen Brutalität auch versucht hat. Und diese Vorstellung der Pax Americana war ebenfalls verbunden mit dem Gefühl der absoluten militärischen Überlegenheit, die die Vereinigten Staaten heute noch besitzen übrigens,
Aber zu jedem Zeitpunkt, nach dem Ausscheiden der Sowjetunion als Supermacht, auch wirklich besaßen. Und nicht nur die amerikanische Demokratie sollte weltweit verbreitet werden, nach den Vorstellungen von Obama, auch die amerikanische Wirtschaftsform, der amerikanische Kapitalismus war im Grunde die Marktwirtschaft nach amerikanischer Gestaltung, die sich von der unseren übrigens sehr stark unterscheidet, sollte gewissermaßen das Modell abgeben für die weltweite Ökonomie. Und im Zeichen einer Globalisierung, die man ursprünglich eben als ein Instrument amerikanischer Weltherrschaft betrachtet hatte und die sich seltsamerweise umgekehrt hatte in ein Instrument einer chinesischen Penetration der übrigen Kontinente. Wir kommen auf China zu sprechen und das ist wahrscheinlich das Hauptthema, das uns heute beschäftigt und das ist wirklich das Ende der weißen weltweiten Vorherrschaft einläutet. Und das ist kein so neues Phänomen. Wir müssen nur in die Geschichte zurückgehen. China hat eine Periode von 100 bis 150 Jahren des totalen Niedergangs gehabt, weil es sich abgekapselt hatte, weil es im Gegensatz zu Japan, das durch die Meiji-Revolution Ende des 19. Jahrhunderts sich in einer krampfhaften, gewaltigen Anstrengung sich auf an die europäische Technologie angepasst hat. Das Samurai-System, was existierte, in die Wirtschaft übertrug und das Saibatsu-System schuf, also eine Wirtschaftsform, die durchaus performierend war. Japan, das als erste nicht-europäische Macht, eine große europäische Großmacht besiegte 1906 im russisch-japanischen Krieg in der Seeschlacht von Tsushima und der Eroberung von Port Arthur. Japan hat es geschafft, aber China hat es nicht getan. China, das bis 1800 als das, fortgeschrittenste Reich der Welt gegolten hat, fiel dann plötzlich in eine unglaubliche Rückständigkeit zurück, versäumte die Industrialisierung und erstarrte in seinen überlieferten konfuzianischen Lebensformen, die die Weiterentwicklung lähmte. Vergessen wir nicht, dass Ende des 18. Jahrhunderts Europa noch mit Bewunderung auf China guckte. Damals betrachten die Aufklärer die chinesische Form des Regierens, ein Kaiser, dessen Funktion darin bestand, im Grunde die Harmonie zwischen Erde und Himmel zu wahren, der das Mandat hatte, dass die Dinge in Ordnung blieben, aber dann gestürzt werden konnten. Ein Kaiser übrigens, der nicht einer Dynastie entstammen musste, sondern der auch sogar aus dem Volk theoretisch kommen würde. Eine konfuzianische Lehre, die im Gegensatz zum damals im Feudalismus verharrenden Europa, wo die Kriegerkaste, der Adel ja darstellte, das höchste Ansehen genoss, den Soldaten auf eine sehr niedrige Stufe gestellt, auf die niedrigste Stufe der Gesellschaft. Und das Mandarinat, die eigentliche Verwaltung, die eigentliche Elite des Staates, die Verwaltung, lag in Händen von Philosophen und Schriftgelehrten, die durch Examen, durch philosophisch-literarische Examen über den Konfuzianismus zu ihren hohen Ämtern gelangten und die natürlich eine gewisse Verwaltungspraxis mit sich brachten. Aber es war eine Meritokratie, die damals die Europäer begeisterte und die durch die Schilderung der Jesuiten am chinesischen Hof, die vergeblich versucht hatten, eine Bekehrung Chinas zu bewirken, und selbst chinesisch gelernt hat, selbst Mandarine geworden waren. Aber diese Schilderung hatten sie immerhin mit sich gebracht, dass im ausgehenden 18. Jahrhundert die China auf aller Lippen war, die Chinoiserien en vogue waren, dass Friedrich der Große sogar in seinem Park von Sanssouci einen chinesischen Pavillon errichtete. Das alles ist dann zerstoben aufgrund der Unfähigkeit Chinas, sich anzupassen. Aber dann kam eben die maoistische Revolution. Ich will jetzt nicht auf die verschiedenen Phasen eingehen. Und was immer man von Mao Zedong sagen kann, er hat
entsetzliches über China, Elend über China gebracht. Bei seinem großen Sprung nach vorn sind wahrscheinlich 20 Millionen Menschen verhungert, weil er die Wahnsinnsidee hatte, dass man in jeder Volkskommune eine kleine Stahlkocherei machen konnte und dass man damit eine Stahlproduktion nennenswerten oder modernen Ausmaßes schaffen könnte. Mao Zedong, der noch in seiner großen Kulturrevolution die Jugend gegen die Partei dann aufgeboten hat, als er sah, dass seine Macht erschüttert war, wiederum wahrscheinlich 5 Millionen Menschen gestorben sind, aber der immerhin dieses den starren Rahmen des Konfuzianismus brach und China den Willen gab, wieder zurückgab, eine Weltmacht zu werden. China, das zwischendurch, wie man heute in vielen Filmen ja sieht, im 15. Jahrhundert über eine gewaltige Flotte verfügt hatte, das den damaligen europäischen Flotten, auch den späteren Flotten der Portugiesen, Spanier und Briten, weit überlegen gewesen wäre, die aber auf Beschluss eines Ming-Kaisers dann abgeschafft wurde, einfach weil China sich selbst genügte. Nun, dieses China ist wieder da und hat eine seltsame Kombination gefunden. Sie haben den Konfuzianismus wiederentdeckt und seine Tugenden und halten also den Konfuzianismus den Europäern auch entgegen, wenn sie mit ihren europäischen Werten kommen und sagen, wir haben unsere eigenen Werte. Und sie sind den euren zumindest gleich. Und sie haben natürlich auch Elemente des Maoismus übernommen. Ich hatte diesen Zwang zur breiten Solidarität des Volkes, den China früher nie gegeben hatte, denn die Solidarität existierte früher nur im konfuzianischen System innerhalb des Sippen und der Familien. So, und dazu kommt dann eben dieser Modernisierungspush, den Deng Xiaoping, der wahrscheinlich der größte Mann der jüngsten chinesischen Geschichte ist, seinem Land verpasste und auch, sagen wir, die schöpferischen, kapitalistischen Veranlagungen des chinesischen Volkes zum Tragen wiederbrachte, sodass China im Begriff steht, die erste Weltmacht zu werden. Nicht Indien, wie mir gelegentlich gesagt wird und das weit überschätzt wird. Und die Amerikaner sind sich dessen voll bewusst. Und wer China besucht hat, zum ersten Mal im Jahr 1972, als die Kultur der Revolution noch nicht zu Ende war und es jetzt wieder sieht, steht vor einem Phänomen, das ein unglaubliches Staunen auslöst. Und das betrifft eben nicht nur, wie oft behauptet wird, die Küstenstädte, nein, das geht tief ins Land hinein, das geht auch bis nach Tibet hinein, wo ich vor 2 Jahren gewesen bin, bis nach Xinjiang hinein, also diese Uiguren-Provinz, wo es jetzt zu Unruhen gekommen ist, das geht in die Mandschurei hinein. Und wenn man da auf der anderen Seite der Grenze der Mandschurei jenseits des Fluss Amur, des Heilongjiang, des Flusses des Schwarzen Drachen, wie die Chinesen sagten, dann die Weite Russlands, Sibiriens, Ostsibiriens sieht, der Provinz Primorie, wo keine Menschen mehr leben, wo die Dörfer sich geleert haben, am Ussuri, wo man gekämpft hatte, zur Zeit Khrushchevs zwischen Chinesen und Russen, zwischen Rotgardisten der Chinesen und der russischen Armee, mit schweren Verlusten übrigens. Da herrscht absoluter Friede, aber auf russischer Seite sich alles geleert und wartet gewissermaßen auf den Bevölkerungsschub aus China, denn in der früheren Mandschurei, die im Jahre 1900 noch menschenleer war, leben heute 120 bis 130 Millionen Chinesen. Aber das ist eine Frage, die Russland erst nicht unmittelbar berührt, denn die Chinesen sind klug genug, sich damit zurückhalten. Sie begnügen sich damit, sagen wir, ihre wirtschaftliche Penetration auf der ganzen Welt durchzuführen. Man findet sie wirklich buchstäblich überall. Aber in Russland, vor allem im Osten Russland, sie können kein Produkt kaufen, was nicht chinesisch ist. Und wenn sie nach Amerika kommen und in die vielen Billigläden gehen, ist eben alles chinesisch. Wenn sie in die Luxusregions gehen, sind es europäische Waren. Amerika ist noch absolut führend auf dem militärischen Sektor. Die High-Technology der amerikanischen Armee ist von keinem anderen Staat erreicht, weder von Russland noch von China bisher. Das ist das Manko, das Chinesen im Moment zu überbrücken suchen. Und es sind da gewaltige Anstrengungen im Gange und eine Nation, die bereits in der Lage ist, einen Menschen rund um die Erde zu schießen und ihn heil herunterzubringen, ist natürlich auch in der Lage, zumal China mit Atomwaffen bestückt ist,
mit Interkontinentalraketen die kalifornische Küste zu erreichen, sodass, sagen wir, das nukleare Patt, das zwischen Russland, der früheren Sowjetunion und Amerika seit langem besteht, nun auch zwischen Russland, zwischen China und den USA besteht. Diese Expansion Chinas verzieht sich auf vielerlei Dinge. Aber ich will jetzt doch auf den militärischen Aspekt kommen, um dann auch hier zu den Fragen überzugehen. Es ist eben auch in militärischer Hinsicht, ist der Westen nicht mehr in der Situation, wo ein Kanonenboot ausgeschickt wurde, um ein fremdes Sultanat zu unterwerfen oder um das ferne Venezuela zur Zahlung seiner Schulden zu bewegen. Dabei muss ich auch noch erwähnen, wenn ich Venezuela schon sage, kommt mir der Name Chavez ins Gedächtnis. Chavez ist auch ein Phänomen für Amerika, ein bezeichnendes Phänomen dieser ungeheuren Bevölkerungsverschiebung, dass im Moment der Staatschef von Venezuela ein Indianer ist, der Präsident Chavez, oder ein Gemisch, ein Sambo eventuell, er hat wahrscheinlich auch etwas Negerblut. Und dass in Bolivien zum Beispiel ein Staatschef, ebenfalls reiner Aymara-Indianer, der Präsident Morales dort das Sagen hat. Dazu kommt, sagen wir, diese ungeheure Mischkultur Brasiliens, das als kommendes Schwellenland und als kommende Großmacht angesehen wird. Und dieser lateinamerikanische Druck liegt natürlich auch auf den USA und hat das Antlitz Amerikas verwandelt. Ich muss doch noch ein Wort zu dem Präsidenten Obama sagen. Nämlich, das ist eine, auch das für jemanden, der mein Alter hat, ist eine ungeheure Erfahrung, wenn man zurückblickt auf das Jahr 1950, als ich noch mit dem Greyhound-Bus quer durch Amerika gereist bin, an der Grenze von Oklahoma, mussten die Schwarzen im Bus, die man heute die Afro-Americans nennt, mussten in den hinteren Teil des Busses gehen. Es gab dann an den Zwischenstationen, an den Raststätten, gab es dann getrennte Toiletten für Schwarze und Weiße, getrennte Plätze, wo die Weißen aßen und wo die Schwarzen aßen. Es gab also eine regelrechte Apartheid. Und dass dieses Land, nachdem erst 1947 der Präsident Truman gemeinsame Regimenter geschaffen hat, wo Schwarze und Weiße dienten, vorher war das getrennt, dass jetzt also ein Mulatte, nämlich ist ja kein reiner Afrikaner, im Weißen Haus sitzt, aber für die Amerikaner ist er ein Afro-American. Das ist eine derartige Revolution, die kaum vorstellbar ist. Das mag nur von relativ kurzer Dauer sein, wenn man sieht, auf welche Opposition Obama heute schon stößt. Aber durch den Zufluss dieser lateinischen, dieser halb indianischen Einwanderer aus dem Süden, die sie sehr schnell zu assimilieren versuchen, aber die trotzdem ihre Eigenart bewahren. Von Huntington kennt man nur das Buch des Clash of Civilizations, aber ein anderes Buch geschrieben, Who Are We?, wo er über den Verlust, sagen wir, der geistigen und materiellen Vorherrschaft der White Anglo-Saxon Protestant Amerikaner, also der Weißen, der WASP, wie man sagt, der Weißen angelsächsischen protestantischen Elite spricht, die bisher das Gesicht Amerikas, die Politik, die Wirtschaft gestaltet, jetzt aber mal konfrontiert ist doch mit einer Masse, mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund und auch, sagen wir, einem Vorgang, der bemerkenswert ist, dass die Katholiken, die von oben herab angesehen wurden, die nicht viel galten in den frühen USA, die als Papisten verschrien waren, heute die stärkste, bei weitem stärkste christliche Konfession bilden. Das verändert Amerika vielleicht mehr als der Mann im Weißen Haus. Es ist another country, was dort entsteht. Und das auch als Folge haben kann, bei Obama spürt man es bereits, dass ihn im Grunde die pazifischen Dinge, die Angelegenheit des Pazifischen Ozeans mehr interessieren als die europäischen, während Amerika bisher voll doch im Wesentlichen auf Europa ausgerichtet war. Gemäß dem Spruch des Präsidenten Roosevelt während des Krieges, der von Japanern ausgelöst wurde. Aber sein Spruch war, seine Aussage war eben doch Europe first. Aber kommen wir nun zur militärischen Situation zurück. Und da stellen wir eben fest, dass die bisherigen imperialen Mächte, die
Europa, von Europa wollen wir gar nicht sprechen, nämlich Europa hat keine nennenswerte Armee und die europäischen Staaten sind auch nicht in der Lage gewesen, nennenswerte Armeen aufzustellen. Aber dass die Großmacht Amerika hat in 1945 einen grandiosen Sieg davon getragen hat, sowohl auf dem europäischen Kriegsschauplatz, die Landung in der Normandie war eine logistische, unglaubliche Meisterleistung. Und auch der Feldzug in Italien wurde ja gleichzeitig geführt. Aber vor allem auch, sagen wir, die Leistung des Krieges gegen Japan, das war, sagen wir, die schwerste Belastung, die Amerika unter sehr schweren Verlusten auch durchgestanden hat und dann zu einem für Amerika glorreichen Abschluss gebracht hat. Ich meine, diese Kapitulation auf dem Missouri war gerade, das hatte ja ganz so einen Symbolcharakter, dass das der Vergangenheit angehört. Dass Amerika auf einmal nicht mehr in der Lage ist, mit Konflikten in Kleinstaaten zurechtzukommen. Dass Amerika zum ersten Mal in seine Schranken verwiesen wurde im Koreakonflikt, als es gegenüber der Volksbefreiungsarmee von Rotchina, die Volksrepublik China war erst ein Jahr alt, wurde die Amerikaner zu stehen gebracht von einem Millionenheer von Chinesen, die kaum bewaffnet war, aber die mit einem ungeheuren Elan gegen die amerikanische Stellung angerannt sind. Und dann kam Vietnam. Vietnam hat nicht die Folgen gehabt, die viele meinen. Vietnam war ein Prestigeverlust und Amerika natürlich als eine Schmach empfunden im Nachhinein. Aber Vietnam hat die Welt nicht verändert. Die Domino-Theorie, die damals in Washington mal vorgeherrscht hatte, unter Eisenhower und auch Kennedy und Johnson, dass wenn Südvietnam kommunistisch wird, dass sich dann ausbreiten würde über ganz Südostasien bis nach Indien hin, wie Kennedy gesagt hat, das ist ja alles gar nicht eingetreten, sondern der Kommunismus ist auf Vietnam begrenzt geblieben und die Chinesen haben darüber gewacht, dass nicht einmal Kambodscha so als Einflussnahme Vietnams wurde. Nein, die Veränderung hat stattgefunden, als zum Beispiel die amerikanische Armee ein Unternehmen in Somalia unternahm und dann nach dem Verlust von einem Hubschrauber wieder abgezogen ist. Als Amerika im zweiten Krieg gegen den Irak ein Fünftel der irakischen Bevölkerung, was sich ja nur im Aufstand befand, es waren ja nur im Wesentlichen die Sunniten der Westprovinzen, die sich erhoben hatten, und die sind 20% der Bevölkerung. Die Schiiten verhielten sich passiv und die Kurden waren Verbündete der Amerikaner. Dass sie damit nicht, dass sie heute in Afghanistan nicht zurechtkommen, dafür gibt es Präzedenzfälle. Aber man muss heute mit Grauen auf die Perspektive schauen, dass eventuell der afghanische Konflikt auf Pakistan übergreift, auf 170 Millionen Menschen, die völlig, sagen wir, in einem Zustand religiösen Übereifers leben. Wir kommen in einer gewissen religiösen Hysterie jederzeit verfallen können und die zudem über eine Atombombe verfügen. Daran gemessen ist der Schrecken, der von Iran ausgeht und der immer wieder aufgebauscht wird, sehr oft sehr viel geringer. Eine iranische Atombombe wäre sehr viel kontrollierter als die Atombomben, die sich heute schon in Pakistan befinden. Nämlich die Gefahr geht ja nicht von den nuklearen Mächten aus, sondern jeder Staat, selbst Nordkorea, ist nicht wahnsinnig genug, diese selbstmörderische Aktion eines Atomkriegs auszulösen. Nein, die Gefahr bestände erst, wenn nukleares Material in die Hände von unverantwortlichen Banden, kriminellen, ideologischen oder religiösen Charakters geraten wird. Dann wäre die wirkliche Terrorgefahr vorhanden, vor der wir ja bisher verschont geblieben sind. Nein, aber es ist... Und am Beispiel Israels lässt sich vielleicht am deutlichsten exemplifizieren. Es ist etwas entstanden, was die Israelis übrigens, das Wort stammt von ihnen, der asymmetrischen Krieg nennen. Dass Guerillagruppen, sind ja so alt wie die Welt, aber sind heute eben besonders aktiv, dass diese schlecht bewaffneten Truppen in der Lage sind, eine schwer bewaffnete konventionelle Armee zu schwächen, auszulaugen und zu erschöpfen. Die Kriege, die heute geführt sind, sind War of Attrition, Abnutzungskriege. Denen sind die modernen Armeen nicht gewachsen. Und das ist natürlich die Perspektive, denen sich sowohl die Russen gegenüberstehen, die diesem Krieg in Afghanistan nicht bestanden haben und im Kaukasus noch längst nicht am Ende ihrer Mühen sind. Tschetschenien, das von Putin unter Kontrolle gebracht worden ist,
hat unter dem dortigen Präsidenten Kadyrov, der eine ziemlich furchterregende Persönlichkeit ist, die koranische Gesetzgebung eingeführt, obwohl es weiterhin eine autonome Provinz der Russischen Föderation bleibt. Und wo immer man hinblickt, ist eine, soll ich sagen, die Unfähigkeit vorhanden, ein fremdes Land mit einer kampfkräftigen Guerilla zu besiegen. Die israelische Armee, die 1967 diesen unglaublichen Sieg davongetragen hat, im Sechstagekrieg gegen die konventionellen Armeen der arabischen Welt, hat 2006 versagt im Kampf gegen die Hisbollah-Truppe des Südlibanon, des schiitischen Partisanen, die wahrscheinlich die perfekt formierte Partisanenarmee unserer Tage sind und die im Grunde das Modell gelegt haben für das, was die Amerikaner Improvised Explosive Devices nennen. Jene Bomben, die am Rande des Krieges hochgehen und die auch von deutschen Truppen, die in Afghanistan sind, außerordentlich gefürchtet sind. Kurzum, wir stehen in einer Situation, wo auch militärisch im Grunde nichts mehr zu entscheiden ist und wo lediglich ein Land, ein Koloss wie China mit seinen 1,3 Milliarden, natürlich ein Aufstand von 6 Millionen Tibetern, schon allein ihrerseits, von Seiten der Chinesen, mit der Demografie ersticken kann durch eine Zuwanderung von Chinesen, die eben sehr bald die Tibeter zu einer Minorität reduzieren wird, wie das bereits mit den Mongolen in der autonomen Region der Mongolen, also Bestandteil Chinas ist, wo die Mongolen noch schwache 17 oder sogar 13% sind. Mit den Uiguren in Xinjiang wird es ähnlich, in Ost-Türkistan wird es ähnlich passieren, es sind 9 Millionen, die werden ebenfalls durch China überwältigt werden. Und zwar demografisch überwältigt werden. Aber wir stehen eben in einer konträren Situation. Ich will jetzt nicht die Frage der Einwanderung, der Massierung muslimischer Bevölkerungselemente beschreiben, die sowohl die Franzosen beschäftigen, die Spanier beschäftigen, die Italiener beschäftigen und natürlich auch die Deutschen beschäftigen. Wir haben mit unseren Türken noch relatives Glück, sie sind leicht, wir kommen mit ihnen im Grunde besser zurecht als zum Beispiel die Franzosen. Mit den Algeriern, obwohl die Franzosen, die Algerier alle Französisch sprechen, die meisten können gar kein Arabisch. Und die Algerier haben auch noch, die meisten von ihnen haben die französische Staatsangehörigkeit. Aber da ist eben eine Trennungslinie gezogen durch die Religion, über die man ebenfalls einen ganzen Abend reden könnte. Was beklemmend ist, ist, dass im Konzert dieser neuen Mächte, auch der neuen Schwellenmächte, die hochkommen, Brasilien gehört zum Beispiel dazu, und das ist seltsamerweise eine Revanche des frühen Portugals, was mal die Wege geöffnet hat für diese weiße Expansion der ganzen Welt, und das dann in die totale Bedeutungslosigkeit verschwunden war. Es hat sich noch an seine letzten Kolonien geklammert bis 1974. Ja, Portugal spielt hier keine Rolle mehr. In Brasilien ist es widerstanden als eine Macht, aber eine Macht völlig neuer Art. Ich war eine Mischung der Rassen, wie sie in dieser Intensität und scheinbaren Problemlosigkeit noch nie existiert hat. Man fragt sich, ob das nicht so die Zukunft der Welt ist. Ob wir nicht, sagen wir, einer allgemeinen Vermengung entgegensehen, und was am Ende ist, wissen wir nicht genau. Jedenfalls ist Europa, und das zeigen eben die ständigen die Beratungen, aus einem relativ festen Kern, der sich um die Gründergruppe von 6 Staaten gruppierte, die im Grunde ein karolingischer Kern gewesen ist, durch die Ausweitung, ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, ist in einen Zustand, sagen wir, der Spaltung geraten. Nicht wahr? Die osteuropäischen Staaten, die unter dem Eindruck der russischen Bedrohung stehen, wie die Balten und die Polen, haben natürlich andere Reaktionen als Deutsche und Franzosen, die eine russische Gefahr nicht in letzter Zeit nicht zu spüren bekommen haben. Die Westdeutschen und diese Ausdehnung, die Europa genommen hat auf 27 Staaten, macht Europa zwar dazu fähig, und das ist schon bemerkenswert genug, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu bilden.
Es hat sogar eine neue, diese gemeinsame Währung, der Euro hat ja, ist ja ein Erfolg gewesen, entgegen allen Erwartungen, entgegen allen Unkenrufen. Aber wenn es darauf kommt, eine gemeinsame Außenpolitik zu definieren oder gar eine gemeinsame Verteidigung zu organisieren, das wird eine Frage sein, die uns sehr stark beschäftigen wird und die jetzt endlich in das Bewusstsein eindringt, auch aufgrund der jüngsten Entwicklung in Afghanistan. Da steht eben Europa hoffnungslos da, als das, was der französische Denker und Dichter Paul Valéry mal ein Kap Asiens genannt hat. Europa droht in die Bedeutungslosigkeit oder in eine relative Bedeutungslosigkeit zurückzufallen. Und es müssen zweifellos ganz andere Schritte der partiellen Einigung auf speziellen Gebieten, insbesondere der Außenpolitik und Verteidigung, gefunden werden. Aber das werden wir nicht unter dem neu ernannten Ratspräsidenten, dessen Namen im Grunde keiner kennt, dessen sehr ehrenwerten Belgier, und auch nicht unter der auswärtigen Führung von Lady Ashton von Großbritannien, die angeblich die Außenministerin Europas sein sollte. Wir sollten uns bewusst sein, dass auch psychologisch Europa den kommenden Herausforderungen möglicherweise nicht gewachsen ist. Ich würde am Ende noch einen Satz zitieren, der sehr pessimistisch klingt. In einem Satz von Paul Valéry auch, der sagte, dans le gouffre de l'histoire, il y a de la place pour tout le monde. Im Abgrund der Geschichte ist Platz für alle. Wir sollten darauf achten, dass das nicht auch eventuell für uns gilt. Und ich will sagen, um etwas Hoffnung zu stiften, früher als Europa noch Hoffnung, Anlass zur konkreten Hoffnung gab, und ich bin überzeugter Europäer von meiner Herkunft schon, dann zitiere ich einen Satz, das eben doch heute ermutigen könnte. Und zwar ist das ebenfalls ein Zitat, aber eines Niederländers, Willems von Oranien, der Schweiger genannt. Und damals drückte man sich ja auch an den dortigen Höfen auf Französisch aus, und der lautet: Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Es ist nicht notwendig, und das könnten sich vielleicht die Europäer als Motto hochhalten. Es ist nicht notwendig zu hoffen, um etwas zu unternehmen. Es ist nicht nötig, Erfolg zu haben, um auszuharren. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Gewonnen haben. Es ist ja ein eigenartiges Phänomen, dass jeder europäische Staat sich praktisch eine Zeit lang als Weltmacht oder als Großmacht gebärdet hat. Denken wir nur an Schweden, nicht wahr? Dabei war Russland zu erobern und in der Schlacht von Poltava erst endgültig unter Karl dem XII. Besiegt wurde. Oder denken Sie sogar an Litauen, das als Großherzogtum zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer weiteste Gebiete beherrschte. Wir denken sogar an die Schweizer Söldnerheere, vor denen die Monarchen Europas zitterten und die den Ausschlag gegeben haben für den Sieg Frankreichs über das Herzogtum Burgund unter Ludwig dem XI. Und Karl dem Kühnen. Das hat natürlich auch ein Selbstbewusstsein hinterlassen bei den jeweiligen europäischen Völkern, die die heutige Einigung des Kontinents ungeheuer erschweren. Denn auf die Portugiesen sind die Spanier gefolgt, und die Rivalität zwischen den beiden iberischen Staaten war so flagrant, dass der damalige Borgia-Papst Alexander VI. Die Welt aufteilte in zwei Hälften zwischen Portugal und Spanien. Nun, Spanien hat die Oberhand behalten, aber dann hieß es immer noch im Hause Habsburg, der Spruch, alles Erdreich ist Österreich untertan,
oder auf Lateinisch Austria est imperare orbi universo. Die Kolonisation ist im Rückblick und vor allem in unseren Tagen oft heruntergeredet worden und verächtlich gemacht worden. Ich habe die letzten Kolonialreiche noch erlebt, auch das britische Empire, auch das französische Kolonialreich, und muss ehrlich sagen, dass dort trotz allem eine gewaltige zivilisatorische Leistung vollbracht worden ist, bei aller Härte, die damit verbunden ist, bei aller Ausbeutung, auch das römische Reich, dem wir hier sind. Es ist, sagen wir, nicht auf den Terrorismus zurückzuführen, der weit übertrieben wird. Mit Terrorismus kann man leben, und die terroristischen Anschläge, die stattgefunden haben, sind ja in der Zahl auch gar nicht so gewaltig. Das Attentat auf das World Trade Center von 9/11 einen solchen historischen Einschnitt signalisieren würde, hätte ja normalerweise niemand angenommen. Es war auch ein Stück Hysterie damit verbunden. Und wenn jetzt endlich wieder einmal ein Attentat versucht wurde an Bord eines amerikanischen Flugzeuges, das in Richtung USA flog, und das auch noch daneben gegangen ist, dann sieht man eben, wie begrenzt auch die Möglichkeiten der Terroristen sind und dass das World Trade Center ein Ausnahmefall gewesen ist. Wie man auch fälschlicherweise sämtliche Attentate, ob sie in London, in Madrid oder in Bali stattfinden, immer wieder auf das Wort Al-Qaida zurückführen. Diese zentrale Lenkung kann es gar nicht geben. Und Osama bin Laden, der als die Figur des allgemeinen Terrors dargestellt wird, der Leiter des allgemeinen Terrors, sitzt in einer Höhle, wahrscheinlich im nordpakistanischen Gebiet, und kommuniziert mit der Außenwelt nicht mal durch ein Mobiltelefon, sondern er würde sofort geortet durch die amerikanischen Dienste, sondern er muss sich wahrscheinlich eines Maultiers bedienen, um seine Tonbänder oder Filmbänder nach außen zu transportieren. Was die Welt verändert, unweigerlich, und das ist, sagen wir, die große Welle, die auf uns zukommt, man macht als Bedrohung oder als Bereicherung betrachten, die Diskussion ist offen, ich überlasse das jedem, ist die Demografie. Als ich zur Schule ging, beziehungsweise als ich zum ersten Mal den Irak besuchte, das war ich schon längst nicht mehr in der Schule, 1951, da zählte das Land noch 5 Millionen Einwohner, heute zählt es mehr als 25 Millionen. Als erstes Mal nach Algerien ging 1953, lebten dort 8 Millionen muslimische Araber und Berber. Und heute sind es über 30. Und diese Zahlen bewegen sich in der ganzen Welt um Europa herum ähnlich, während die Bevölkerung Europas praktisch stagniert hat. Wenn die Vereinigten Staaten immerhin von einer Jugendzeit von 150 Millionen auf 300 Millionen angestiegen sind, so nicht aufgrund einer besonders starken Natalität, obwohl sie stärker ist als bei uns, sondern aufgrund einer Immigration, vor allem aus Lateinamerika, die nicht mehr als rein europäisch betrachtet wird. Es ist eine, vor allem eine Mestizenbevölkerung von Latinos, wie man sie nennt, oder Hispanics, aber Mischlinge von Indios und Spaniern sind, was den Charakter der USA übrigens zutiefst verändern wird. Und meinen jungen Jahren redete man noch von Russland mit der Furcht einer russischen Dampfwalze gewissermaßen, die uns auf uns zubewegen könnte. Und heute muss man feststellen, dass Russland, auch nachdem es seine Außenposition, seine früheren Sowjetrepubliken und manches Kerngebiet sogar in Europa verloren hat, zwischen Smolensk und Wladiwostok nur von 140 Millionen Menschen bewohnt ist. Also so viel wie Frankreich und Deutschland zusammen. Und darunter befinden sich etwa 20 bis 25 Millionen Muslime, meist Turkvölker, deren Loyalität gegenüber dem Staat fragwürdig ist. Und das Eigenartige eben ist, dass, das habe ich auf der Insel Osttimor festgestellt, als ich dort an Land ging, dass die Periode der europäischen Weltherrschaft im Grunde genau 500 Jahre gedauert hat. Vor 500 Jahren
sind die Portugiesen in Osttimor gelandet, nicht nur dort. Aber mit der Entdeckung der Welt durch die Portugiesen, besungen durch den Dichter Camões in seinen Lusiaden, hat eine Expansion ohnegleichen begonnen, die auch zu einer, wie soll ich sagen, zu einem gewaltigen Bevölkerungsschub geführt hat, die Amerika, Nordamerika eben zu einem weißen Kontinent gemacht hat, die Australien und Neuseeland zu weißen Kontinenten gemacht haben und die ganz Sibirien einem europäischen Staatsgebilde eingeordnet hat. Die Herrschaft Großbritanniens, nachdem Frankreich doch an den Rand gedrängt worden war, weil Frankreich ja immer Landkriege und Seekriege zugleich führen musste, während Großbritannien sich auf das Meer, die See, die Expansion, die überseeische Expansion konzentrieren konnte, wie man für die Franzosen am tragischsten in Nordamerika feststellen konnte. Nun, was der Großbritannien betrifft, so konnte man zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts oder beinahe noch bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts den Spruch der britischen Flotte wiederholen. Da steckte man die Hand ins Wasser, Boris, und sagte, "Tastes salty, must be British." Schmeckt salzig, muss britisch sein. Und davon sind wir natürlich weit abgekommen. Und Großbritannien hat es verstanden, seinen endgültigen Abtritt von der Weltbühne in Hongkong noch einmal in einer Form zu zelebrieren, mit einer Glorie, trotz allem im Abgang, die man sich bei uns gelegentlich bei nationalen großen Feierlichkeiten auch wünschen würde. Aber woran ist, sagen wir, diese Herrschaft des weißen Mannes gescheitert? Nun, es ist eben auf Kulturen, auf Zivilisationen gestoßen, die auch vor dieser europäischen Expansion bestanden haben und die wieder an Kraft. Magnificenz, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, falls das Mikrofon nicht richtig eingerichtet ist, protestieren Sie bitte, aber ich hoffe, ich bin zu hören. Die einleitende Rede, die ich eben gehört habe, in der auch mein Lebenslauf erwähnt wurde, hat mich mit Schrecken daran erinnert, dass ich in einer unvorsichtigen Stunde einen Vertrag unterzeichnet habe, auch eine Autobiografie zu schreiben, an die ich herangehen muss. Aber das werde ich noch etwas vor mir herschieben. Aber um zum Thema des heutigen Abends zu kommen, als ich jung war, als ich Kind war, sah die Landkarte der Welt noch ganz anders aus. Die Welt war praktisch von Europa noch beherrscht. Das britische Imperium bildete überall eine riesige Fläche, in rosa Farben inzwischen. Es gab das Empire Colonial Français, es gab die riesige Sowjetunion. Die Vereinigten Staaten fingen an, aber immerhin die Existenz im Pazifischen Atlantik. Und während des Krieges der Scherz umging, es wurde auch im Dritten Reich gelegentlich mal gescherzt, dass ein Bäuerlein vor einem Atlanten stand, auf die Verteilung der Welt und die verschiedenen Kriegsgegner Deutschlands damals blickte und fragte, wo ist denn das Großdeutsche Reich? Und man zeigte ihnen einen Flecken, der damals knallrot unterstrichen war, aber doch sehr klein war. Und er fragte, weiß der Führer das eigentlich? Aber wie gesagt, binnen kurzer Frist hat sich diese Landkarte völlig verändert und hat sich reduziert. Und wir leben heute, die weiße Menschheit, in einer Atmosphäre, sagen wir, der Abdankung und des allmählichen Verzichts.